Schönen guten Morgen hier im Ignis Hauptquartier sozusagen. Ja, heute ist es soweit. Heute ist Pandora Premiere und ich wurde gerade ganz, ganz böse geweckt vom Lars. Eigentlich auch Scheißtag. Mal gucken. Guten Morgen, Sonnenschein. Da ist die Sau, die mich gerade geweckt hat. Ich bin kein Mumpf. Aber es alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde. Doch nun ist es geschehen, dass ich auch ohne dich glücklich wäre. Die allerschönsten Stunden in meinem Leben, in meinem Leben. Und wie ist es vor der Premiere? Ja. Geht, ne? So. So, jetzt geht's los. Premiere da, ne? So sieht's aus. Ignis et Flamma Bus. Zauberei und Pandora in einem Auto. Plus vier Leute. Ich würde sagen, los geht's. Ich will ans Fenster. Ja, sehr schön. Was da vorne sitzt? Ich wollte vorne sitzen. Brauche ich nie vorne sitzen? Geil. Ich darf nie vorne sitzen. So, jetzt sitzen wir hier im Bus und ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich von diesem Kerzenständer, der hinter uns steht, erschlagen werde. Der da. Marie, geht's dir da besser? Ich werde aufgespießt. Ja. Matze sagt, es sind bloß kleine Spieße. Ne? Gucken, wann sie uns im Kopf stecken. Hauptsache, wir fahren geradeaus und ich gegen den nächsten Baum.